So, jetzt Thunder Rockets. Thunder Rocket nochmal. Auf geht's. Das ist mit Abstand das geilste Pyrotechnik. Geil. Rauch zieht hier rüber. Geil. Das ist nicht, finde ich, okay. Ist so in Ordnung, ja. Für die Raketen. Sehr, sehr geil. So, jetzt gibt es Thunder Rockets von Pyromax. Salut natürlich. Schauen wir mal, wie die so sind. Machen wir mal die erste gleich. Genau. Geht's. Habe ich drauf, ja. Ja, eher süß, aber sehr, sehr angenehm von der Lautstärke her. Kann man auch in Mengen sehen. Thunder Rockets Pyromax. Also die war schon besser. Das war gleich mal was anderes hier. Und die letzte noch. Ja, die war schlecht. Schirmleuchtrakete in Blau von Nico. Mit dem alten Warnzeichen ist es oben. Genau, ja. Na, ab geht's. Der Mo hat Schätze. Kannst du dir nicht vorstellen, was der hat. Man hört schon, da oben geht's schon los. Wird ordentlich geschossen. Sehr edel. Da ist der Fallschirm von der Rakete. Geil. Was? Weiter geht's mit dem letzten Artikel, oder? Ja. Pfeifrakete Kaliber B von Funke ist das. So sehen die aus, die Teile. Ab geht's. Wird ordentlich gezündet. Edle Effekte, ja. Sehr laut hier am Boden. Bis in den Baum. Geleck, ja. Ja, das war noch eine. Only. Becker, Bessel. Ordentliche Ausbreitung. Geht's weiter? Mit der Bayer. Geht's? Chico Igel, Wesley. Sehr fein. Funke Taurus Rakete. Letzter der Liga, sehr, sehr mächtig. Rico Goldrakete 2. Geil, geil, geil. So, jetzt zweimal Vico Rainbow.
Shit ist. Genau. Und die Hydra. Total. Absolut schön. Und die Dragonlight Purple and Green Glitter. 45 Gramm hat die, aber die ist leider nicht so gut. Da war die Funke mit 20 Gramm, muss man sagen, besser. Funke 20 Gramm war besser, ja. So, jetzt zwei Raketen von Pyrostar, vom Mo. Extra dazu. Schauen wir mal, wie ja. Diese sind. Start mal mit Red and Blue Peony. Rot und Blau. Dann machen wir die Krippenfass. So, Red and Blue Peony. Sagen besser wie die von Pyraustria, oder? Ja, um einiges. Obwohl die nur ein Drittel der NM hat. Und jetzt noch die Cracking Flowers. Auf 15,4 Gramm. Sehr geil. Also, Crackling-Raketen mag ich. Drei Stufen Silvercracker von Funke. Nummer 2, ab geht's. Jo. So, jetzt Scream Rocket 2 vom Funke, ab geht's. Scream Rocket von Funke 2. Red and Green Palm von Pyrostar. Gramm Kugelkopfrakete von Pyrostar. Ab geht's. So, Pyros, jetzt gibt es Funke-Sirenen-Raketen, werden nicht mehr hergestellt. Info habe ich vom Mo. Einmal blau, rot, lila, gelb und grün. Wir starten einfach mit der grünen, haben 20 Gramm Füllung die Teile. Schauen wir mal, wie die so sind. Ich hoffe, man sieht's. Grün. Sehr edel. Blau.
Rot. Lila. Und die letzte orangene. Thunder Rocket von Pyro Factory. So Pyros, jetzt gibt es Shell Rockets, 6 Stück von Argento, 34 mm Kaliber, glaube ich, oder? Genau, ja. Mit 6 verschiedenen Effekten. Wir starten mit der Shell Rocket Double Strobe. So Pyros, ist mir leider wieder abgebrochen, man kennt's. Der Harry wieder am Start, Shell Rocket Double Strobe. So, zündest du den Hahn, ich will's weg. Ja. Nicht nachmachen. Nicht nachmachen, bitte. Wie schallt er noch, oder? Aber mal. Corolla, ab geht's. Burkhard. Cracker Blue. Willow Cracker. Die letzte Willow. Artemis Clan. Team ist groß. Drumherum Rocket von Classic. Schwach. Sehr schwach, also. Salutrakete von Funke in Schwarz. So, Mo, was haben wir da? Jetzt haben wir einmal eine Vogelschreckrakete von Star Trek. Ja. Und dann zwei Funke-Sternraketen. Gold-Blau und Brokat-Grünblinker. Ja, und zünden wir die gleich. Zünden die weg. Zünden zuerst die Vogelschreck, dann grün und dann blau. Ja, mache ich. Vogelschreck als erster. Kappe muss ich runter machen, man kennt's. Thank you.
sehr nieder. Jetzt grün. Rakete in Blau. Classic Scream Rockets. Turnrakete lila. Wieso kommt das denn nicht? Die Mama. Jetzt in grün. Sind die geil. Heftige Teile. Die rote Saturn. Aha. Unglaublich, die Zeile für 20 Gramm. Richtig schöne Ringraketen. Das ist Gold. Schwacher Zerleger, aber edel. Und die letzte, die blaue. Blauer, der letzte. In Rot. Super Gaming in Rot. Edle Teile. Sehr geile Raketen.